Guess the Max. Porsche wechselt ja mittlerweile die Modelle genauso schnell wie Sabine die Garderobe. Nach dem Carrera gibt es jetzt auch den Transparent Rapid, den Targa mit Technikgröße Doppel-D, eben mit Direkteinspritzung und Doppelkupplung. Die Glass of 2008 erkennt man vorne und hinten an den Leuchtdioden. Den Targa gibt es ja nur mit Allradantrieb, deswegen hat er von Zuffenhaus aus die 44 mm breitere Spur und damit einen so breiten und sexy Po. Dagegen wirkt JLo wie ein Hungerknochen. Überhaupt ist der Targa für mich der eleganteste 911er. Das liegt nicht nur am Glasdach, sondern hier an den spitz zu laufenden Seitenscheiben und den Chromleisten. Und alle Zahnarzt- oder Spielerfrauen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Cayenne haben, dürften ein Auge auf den Targa geworfen haben, denn der hat eine Heckklappe zum Shoppen, die fast genauso groß ist wie die vom Cayenne. Für Frauenhände ist dieser Arbeitsplatz aber sowieso viel zu schade. Das Cockpit ist zwar so aufgeräumt und kompakt wie das Maggi-Koch-Studio, doch an dieses Lenkrad gehören Männerhände. So sieht's nun leider mal aus, Sabine. Anderthalb Quadratmeter ist diese Penthouse-Terrasse da oben groß. Und Sommer wie Winter kann man mit dem Targa offen fahren. Man öffnet einfach den Deckenfluter, schon knipst man das Licht an und Regen und Kälte bleiben draußen, respektive pfeifen vorbei, weil dieses Dach einfach aerodynamisch perfekt geformt ist. Aber nicht nur das, auch das Lustpotenzial ist im Targa nochmal gestiegen, was man schon kaum für möglich hält, wenn man mal den Vorgänger gefahren ist. Alles natürlich dank Direkteinspritzung und PDK. Und es ist immer wieder eine Sensation, Porsche zu fahren. Der Targa fühlt sich an wie so ein neuer Tennisschuh. Fest, straff und trittsicher, trotzdem leicht und spielerisch. Und alles hier ist miteinander verbunden. Alles ist eine Einheit. Und mit der Präzision eines Laserskalpells geht der wirklich an die Sache. Der Motor hängt so gierig am Gas wie der Schwabe am Geld. Dabei ist er so elastisch wie ein Bungee-Seil. Lenkung und PDK scheinen deine Gedanken lesen zu können. Die setzen die Impulse des Hirns schneller um, als du mit dem Körper nachkommst. Das ist unglaublich. Und diese Schaltung ist nicht nur extrem schnell und komfortabel, sondern sie spart auch Benzin. Sie ist sehr, sehr effektiv. Man soll den Targa sogar unter 10 Liter fahren können. Zeigt mir das mal bei einem anderen Sportwagen in dieser Klasse. Und das, was mich am allermeisten begeistert, ist diese Traktion des Allradantriebs. Das ist schier unglaublich. Klar, in so ganz engen Kurven, wenn man zu schnell reingeht, tut er ganz bisschen untersteuern. Dann beim Rausbeschleunigen wedelt er hinten kurz mit dem Heck. Aber ansonsten klebt er auf der Straße wie eine Echse an der Wand, hat einen Antritt wie ein Pferd. Und das alles fast gänzlich ohne Leistungsverlust. Das ist einfach unglaublich. Dazu kommt diese schier unerschütterliche Steifheit der Karosserie. Die ist wie die Mine von Putin. Die lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Also jede Kurve hier wird zu einer Ode an die Freude. Dieses Targa-Fahren ist wirklich für das Beste im Mann. Was dem Targa fehlt, ist noch ein Glasfenster im Boden, damit man sieht, wie schnell der Asphalt vorbeifliegt. Jeder Pflichtkilometer, egal ob zur Rewe oder zur Rennstrecke, Winter wie Sommer, wird im Targa zur Glücksmeile. Schade nur, dass Offenheit und Weitsicht ihren Preis haben. Ab 98.000 Euro geht's beim Targa los. Spielerfrau müsste man sein. Test the Max.